Wir sind eigentlich seit 1981 hier am Standort in Bärschis. Wir haben hier 20 Mitarbeiter, da haben wir alle Jahre einen Lehrling, mindestens einen, im Beruf Automatiker, Automatikmonteur. Wir sind, wie gesagt, in der ganzen Deutschschweiz unterwegs. Wir machen elektrische Verteilungen, Steuerungen. Das sind für Gewerbe und Industrie, aber auch hier im regionalen Bereich für alle unsere Installateure. Aktuell sind wir zum Beispiel im Bundeshaus in Bern tätig. Wir machen im Hauptbahnhof in Zürich den ganzen elektrischen Hochstrombereich im Untergeschoss, alles was dort verbauen ist. Kunsthaus Zürich, das sind also auch Aufträge, die uns über längere Zeit beschäftigen tun. Wir in der STB bieten zwei Berufe. Das wäre einerseits der Automatiker EFZ und der Automatikmonteur EFZ. Automation ist bereits im Begriff drin. Es geht vor allem um Steuerungsbau, Regelung, Automation in Gebäuden. Das ist ein recht breites Gebiet. Also ich bin jetzt hier gerade Geräte anschreiben, damit die Leute wissen, halt was wo verbindet ist und so. Du sich die halt dann da her tun und dann halt schauen, wo genau. Ich bin auch Stromer beschnuppern und es hat mir eigentlich gut gefallen, einfach ein bisschen grob. Und dann habe ich meinen Vater vorgeschlagen, ja, geh doch mal Automatikerin schnuppern, weil das ist sehr ähnlich, aber halt noch ein bisschen feiner und so. Dann bin ich da geschnuppert und es hat mir wirklich gut gefallen. Die Automatikerlehre EFZ, das ist die vierjährige Berufsbildung, die wir anbieten, die man ab Sekundarschule machen kann. Und der Automatikmonteur kann man als dreijährige Lehre ab der Realschule machen. So Forderungen, die wir an Lernende stellen oder Fähigkeiten, die eigentlich gefragt sind, sind vor allem ein technisches Interesse. Dann ein handwerkliches Geschick. In der Schule hat man viel mit Mathematik und Naturwissenschaft zu tun und da sollte das Interesse eigentlich im Vordergrund sein für diese Themengebiete. Ja, es ist abwechslungsreich. Das gibt einen Kasten für Tara. Das ist die Pneumatik. Das ist das Verdrahtungsschema. Da drin muss man ziemlich genau arbeiten. Weil du ein Litze kannst einen Kurzschluss geben, dass die ganze Anlage stillsteht. Bei uns im Betrieb sind die Lehrlinge hauptsächlich in der Produktion tätig, sprich wirklich Anlagenbau, Apparatebau, Steuerungsbau. Aber auch kleine Teile, es ist auch Office-Anwendungen, die wir machen, bis in die Programmierung von so Steuerungen. Das wird dann so gegen die Lehre auch einen Einfluss haben. Der Beruf ist ziemlich verantwortungsvoll. Jetzt bin ich gerade Dioden in einen Diodenblock am reinlöten. Es gibt recht unterschiedliche Fächer in der Schule. Und die sind halt je nachdem schwieriger als das eine. Es ist auch recht vom Thema abhängig. Handwerkliches Geschick ist recht gefragt und braucht es auch recht oft in verschiedenen Bereichen. Es ist auch recht unterschiedlich von recht grob, also grobmotorisch bis zu recht feinen Sachen wie jetzt das Löten. Ich bin jetzt schon im vierten Lehrjahr und ich muss sagen, es ist echt eine gute Lehre. Ich komme mit recht viel Verantwortung, aber man lernt auch recht viel.